Die Inschrift am Giebel war verwittert, aber die kleine Vera wusste, was da stand. Det hus is min und doch nicht min. De normi kümmt, nennt auch noch sin. 300 Jahre ostpreußischen Familienstammbaum im Rücken war sie in die eiskalte Gesindekammer gezogen. Wo viel kommt denn noch von jo Polacken? Das hele Hus ist all voll von Flüchtlingen. Det hus is min und doch nicht min. Die alte Inschrift galt für beide. Sie waren ebenbürtig. Deine Mutter oder ich? Oma Ida! Man wies das nicht ihm, oder? Da 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 dam. Das ist nicht schön gewesen, das Kind zu sein von Hildegard Jacobi! Und ich mach's mit Anne ganz genauso. Mama, hör endlich auf mit diesem Scheiß! Wie redest du bitte mit mir? Es ist nicht mein Problem, wenn dir mein Leben peinlich ist! Vera, hier ist Anne, deine Nichte. Kann ich zu dir kommen? Moin! Alle diese neuen Landmenschen kochten wie unter einem heimlichen Zwang Apfelgelee. Du, Gelee gibt's bei Rewe. Hier Etikett ab, Stückchen Karostoff um Deckel, Aufkleber drauf, zack, 2 Euro Gewinn pro Glas. Warum hat unsere Mutter dich hier allein gelassen? Warum hast du keinen Mann? Warum hast du niemanden? Was wussten Töchter schon von ihren Müttern?